Hallo liebe Star Wars Fans und natürlich auch Science Fiction Fans und natürlich auch Filmfreunde, ist doch völlig klar. Hier ist euer Fäusten 80 und es gibt ein neues Follow Me Around, wie ich es auch schon bei den 1800 Abonnenten Special angekündigt habe. Denn der Matthias, der Vorhieß, der Alex, die Kamerascheu sind, wir fahren heute alle drei nach München zu Star Wars Identities. Tada! Und Matthias und ich, wir waren ja schon vor einem Jahr, waren wir schon in Köln. Und jetzt gehen wir nochmal nach München. Hier unser Ticket, absolut cool, von Evan Team mit dem schönen Darth Vader drauf. Und die Ausstellung geht noch bis zum 17. Oktober. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir gehen trotzdem hin. Und jetzt fahren wir ungefähr noch eineinhalb Stunden in der prallen Sonne. Ich bin hier gerade am Sterben. Und ja, wir melden uns mal kurz zurück oder zumindest nochmal dann vor der Halle. Und dann natürlich gibt es auch wieder das Follow Me Around in der Halle wieder, wie immer. Und wünsche euch mal viel Spaß dabei. Und bis denn, tschüss mit Ö. Ja, liebe Star Wars Fans, wir sind jetzt in München angelangt nach 3 Stunden Fahrt. Wahnsinn, was wir für einen Stau gehabt haben. Und jetzt ist in Star Wars Identities die Ausstellung. Und hier geht nun zum Eingang hier die Treppen runter. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin. Und natürlich gibt es ein kleines Follow Me Around in der Ausstellung. Ich hoffe, es sind noch viele neue Sachen, nicht so wie bei in Köln, damit es ein bisschen was Neues mit dabei ist, von Episode 7 zum Beispiel, wäre echt cool. Und lass uns überraschen. Viel Spaß dabei. Leider gibt es natürlich kein Original-Soundtrack von Star Wars, wisst ihr ja, wegen den ganzen Urheberrechten. Deswegen eben andere Musik im Hintergrund, aber viel Spaß dabei. Ups, falsches Zeichen.
Ja, liebe Star Wars Fans, und wie fandet ihr jetzt Star Wars Identities 2.0, wo wir jetzt waren? Und natürlich haben wir natürlich auch unseren eigenen Charakter erstellt, was immer sehr interessant ist auch. Und wir haben nicht nur einen, sondern auch gleich zwei Charakter erstellt. Denn wir dachten, wir sind so schnell durch gewesen, machen wir nochmal einen neuen Charakter. Und das seht ihr jetzt eingeblendet, alle beide. Ja, richtig cool. Das Einzige, was ich hier extrem schade fand, man hat nur den BB-8 ohne neuen Sturmtrupper gesehen von Episode 7. Alles andere war eigentlich identisch zu Köln. Auch der Shop war wirklich extrem wenig. Man hat richtig gemerkt, dass es wirklich zu Ende geht mit dieser Ausstellung und dass auch die Rest Post noch da sind. Aber gut, ich habe auch nichts Persönliches gefunden, was ich mitnehmen wollte. Aber war trotzdem richtig cool, diese Ausstellung nochmal zu sehen. Wie gesagt, bis zum 17. Oktober geht diese Ausstellung noch. Geht hin, schaut es euch an, lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, jetzt gibt es noch ein paar Einblicke noch von München. Und natürlich, wenn wir hier sind, vielleicht noch ins Hardrock-Café. Und das dürftet ihr auch nicht verpassen. Und noch viel Spaß beim restlichen Video.